So, moin, servus, guten Tag. Gerade frisch nach Hause gekommen, aber ich will das jetzt gleich hinter mich bringen. Thematik jetzt gerade, nicht wundern, ich habe hier gerade erstmal im Hintergrund alles angeschmissen. PC an, Verstärker an, TV an, wie gesagt, ich bin gerade nach Hause gekommen. Mal leiser machen den Mist. Und was wollte ich sagen? Achso, genau. Thematik. Heute Morgen, ich wach geworden, schön Käffchen am Start. Ne, nimm mir meinen Controller, klick mich hier wie jetzt auch rüber zu YouTube, mach das Ding an. Und wie gesagt, gerade nach Hause gekommen, voller Arbeit. Und ja, und was soll ich sagen? Ich gucke ja nicht wie andere Leute, die in ihrer Bubble bleiben, ne, und so, sondern ich gucke ja wirklich andere Sachen. Und das Erste, was ich mache Welt.de Livestream. Nachrichten haben sie bei YouTube angemacht. Zack, geil. Erstmal einen Überblick holen, so, was ist überhaupt gerade in der Welt los? Es ist ja viel los. Ne, ich meine, da sind einige Thematiken, was ich mit viel los meine, die auch scheiße sind. Wie zum Beispiel ein deutsches Kriegsschiff, was unterwegs ist, was, wenn Pech ist, in Kampfhandlungen verwickelt wird. Aber darum sollte es jetzt nicht gehen. Jetzt geht es nämlich um die Thematik. Oh, Alter, ich muss mal was trinken. Ich habe seit Stunden nichts getrunken. Sorry. Keine Werbung, das ist ganz normal. Das kaufe ich mir selber, das trinke ich jetzt zu Hause immer. Irgendeine Limo, Zitrone, Orange, egal was sind Hersteller. Da, wo ich vorbeikomme, nehme ich mir was mit. Es gibt da nichts. Über einen ordentlichen Schluck trinken, wenn man seit gut anderthalb Stunden gar nichts zu trinken hatte und ich auch leider im Auto nichts drin habe. Das muss ich mir angewöhnen. Immer, ich sage zu anderen Leuten immer, Leute, packt euch zumindest eine kleine Flasche Wasser ins Auto, und ich selber habe den Rat auch nicht befolgt. Aber da zurück. Oh. Jedenfalls gucke ich dann Welt.de, die Nachrichten, und freue mich erstmal so, und dann Tucker Carlson interviewt Wladimir Putin. Und ich so, das ist doch eigentlich mal ganz cool, so, dass überhaupt jemand mit ihm redet und dass man mal Putins eigene Worte hört, anstatt dass immer nur von anderen Leuten erzählt wird, was gesagt wird. Da also hört man es, da sieht man es, da, ne, ist man quasi dabei, denn... Und Tucker Carlson ist ja auch nicht unumstritten, aber in meinen Augen, was ich an ihm schätze, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, er sagt, was er denkt, und es ist ihm scheißegal, was andere Leute über ihn denken. Er haut einfach raus. Und ich liebe sowas. Ich liebe es wirklich. Ich mag keine Leute, die eine ganz andere Meinung vertreten und damit immer hinterm Berg halten und sich so durch die Mitte durchwürmeln, wie so ein Regenwurm in der feuchten Erde, so. Ja, nicht anecken, überall vorbei. Tucker Carlson eckt an, ohne Ende. Gerade bei den Lefties in Amerika eckt er sehr doll an. Aber egal, ich habe mich erstmal gefreut. Ich so, okay, ich hatte schon gehört, das soll passieren. Ich wusste nur nicht genau wann, und ich habe auch nicht richtig zugehört. Wie, wo, was, wann. Und dann ist dieser Welt-Moderator der Nachrichtensendung, schaltet dann diesen Wullenwölber, den Spezialisten, Korrespondenten aus den USA live dazu und stellt ihnen dann so Fragen, so was er davon hält, bla bla bla. Und das Erste, was mir wieder auffällt, ist dieser absolut negativen Ton, der da durchgeschlagen ist. So dieses... Putin gibt keinen westlichen Journalisten Interviews, aber dann den Tucker Carlson. Das ist ja schon mal, naja, ne? Warum denn sowas? Oh, Alter. Limo. Und jedenfalls quatschen denn die der Welt und der Wullenweber oder so ähnlich heißt der. Dieser komische Typ. Und dann ging es sofort um die Thematik, klar, warum Tucker Carlson, und dann aber auch
in kurzen Abständen gleich denn zu dem Thema, naja, der Tucker Carlson, als da er ja westlicher Journalist ja irgendwie ist, obwohl er ja umstritten ist, aber er die Chance hat, er hätte bei Wladimir Putin den Finger in die Wunde legen sollen, er hätte nachbauen sollen, der hätte Themen ansprechen müssen wie das Massaker in Butscha und dies und das und alles. Ja, und ich saß dann hier morgens mit meinem Käffchen und Zigarette und schlürfe und rauche und schlürfe und höre dazu und denke so, warum? Warum ist es denn heute, in der heutigen Zeit, das muss ich mal anmerken, das ist seit ein paar Jahren eine, in meinen Augen, ganz beschissene Entwicklung. So dieses, ja, wenn man als Journalist, Reporter, wie auch immer, mit einer umstrittenen oder in der Öffentlichkeit bösartig dargestellten Person oder wie auch immer, mit einer, sagen wir mal, suspekten, gefährlichen, kriminellen Person, sage ich jetzt mal so, als ein paar Begriffe, sucht euch irgendwas aus. So, ne? Wenn man mit so jemandem ein Interview führt oder so, dann muss man immer auf Problem rumhacken, immer auf Finger zeigt so, ja, aber du bist ja der Böse, mit dem rede ich, ich führe ein Interview mit dir, aber eigentlich habe ich ja meine Meinung, du bist böse, also muss ich auch so mit dir reden. Wisst ihr, was ich meine? So, diese Art. Und das finde ich scheiße. Ich bin nun echt kein Russland-Freund. Ne? Jeder, der mich kennt, weiß das. Also, der mich persönlich kennt. Ich bin keiner. Ich bin auch kein Freund der anderen ehemaligen Besatzungsmächte, die ja immer noch Kasernen rumstehen haben und auch teilweise noch Soldaten hier haben. Ja, deswegen mag ich auch die USA, was das angeht, nicht besonders. Die könnten ihren ganzen Krempel auch endlich neben sich verpissen. Nein, mir geht's wirklich um diese Sache, so dieses... Wäre dasselbe, wenn es jetzt ein anderer wäre. Ernsthaft, das ist jetzt wirklich Real Talk, mein Ernst. Das ist, wenn das jetzt der nordkoreanische Führer wäre, wäre das in meinen Augen genauso. Selbe Schiene. So, warum immer, wie sie es da ja gesagt haben, bei Welt so dieses Finger in die Wunde legen, so Sachen ansprechen und wo ich mal denke, so, warum nicht einfach ein nettes Interview führen? Fragen stellen und den Gegenüber auch reden lassen, antworten lassen, ne? Deutsche Journalisten. Kennen wir ja so. Man redet gerne über jemanden, aber nicht so gerne mit jemanden, wenn dieser jemand zur falschen Partei oder zur falschen Gruppierung oder in der Öffentlichkeit eine falsche Meinung hätte. Dann kam natürlich auch gleich die Verbindung Tucker Carlson und Donald Trump. Ist genauso bekloppt. Da fällt mir auch ein, ich hatte auf YouTube, ernsthaft, da gibt's ja so dieser Kuchen-TV-Shoyoka-Beef, der da herrscht. Da sind ja immer so Leute, die alle so Anwälte, also eins, zwei, also mindestens zwei Anwälte, die dazu Videos machen. Und da gibt es zum Beispiel in den einen Ausschnitt von einem Anwaltsschreiben das Wort trumpistisch. Wo ich auch dachte, so trumpistisch. Ist das auf Donald Trump bezogen? Ich kenne das Wort noch nicht mal. Und ich habe mir gesagt, nee, ich google das gar nicht. Das ist ein Wort, trumpistisch. Da habe ich auch erst gedacht, so, das kann ja nur sein, ne, dass die das so darstellen wollen, dass es wieder von Trump irgendwas ne, abgeleitet ist. Weil das machen sie ja alle zurzeit gerne. Gerade Leute, die gegen konservativ, gegen rechts sind und dagegen feuern, die nehmen ja auch gerne Äußerungen, die halt total schwachsinnig sind und bauen die sich so zurecht, wie sie wollen. Aber darum soll es gar nicht gehen. Nee, aber das ist halt so dieses Tucker Carlson und Trump. Ne? Die kennen sich, denke ich mal, auch wahrscheinlich recht gut. Und ich frage mich denn so, ja und? Ist das jetzt Kontaktschuld oder ist das, was ist das? Warum darf man nicht mit Leuten reden? Ich raff es nicht.
Aber was mir halt auch auffällt, in dem Bezug ist dieser Riesenunterschied zwischen wirklich Free Speech, man darf erstmal alles sagen, und unserer sogenannten Meinungsfreiheit, die wir ja nicht mehr haben. Also so in der Art nicht mehr haben, wie ich sie zum Beispiel gerne hätte. So. Und wo, wie sie eigentlich auch relativ easy mal war. Da hat man sich nicht über etwaige Worte aufgeregt, in erster Linie, sondern man hat immer nach einem Konsens geguckt. So dieses, dass man halt guckt so, wie wird ein Wort zum Beispiel genutzt? So, das ist in meinen Augen ganz wichtig. Wie wird das genutzt? So, kann ich klar erkennen, ob es lieb ist, ob es böse ist, ob es herablassend ist, ob es jemanden nach oben hebt. Ne? Wie wird ein Wort in einem Satz benutzt, um dann zu entscheiden, ist es kacke oder nicht? Aber das ist heute nicht mehr. Gewisse Worte darfst du gar nicht mehr sagen, zumindest in der Öffentlichkeit nicht, weil dann kommen sofort irgendwelche Moralapostel, die der Meinung sind, so dieses, ich sage, sowas darf man nicht sagen. Auf keinen Fall. Da fühlen sich irgendwelche Leute vielleicht an eine Karre gepisst. Schwachsinn. So ein Müll, echt. Jedenfalls die Kontaktschuld, genau, da waren wir. Und ich finde, dass, ich weiß, ich habe heute wieder voll das Flipper und ich habe 1000 Gedanken, ich habe mir nichts aufgeschrieben, gar nichts. Ich bin gerade nach Hause gekommen, habe noch meine Jeans an, meinen Kapuzenpulli, so, gerade nach Hause. Ich habe nur Stiefel ausgezogen, Arbeitsjacke weggehangen, Portemonnaie weg, Brille weg, aufgebaut, hingesetzt, losgelegt. So, war, so ist das jetzt gerade abgelaufen. Ne, also, nicht wundern. Genau. Warum sind denn die deutschen Medien, die ja auch davon profitieren, so, dass Tucker Carlson dieses Interview geführt hat, warum sind die nicht eigentlich froh darüber? Weil es wurde ja, zum Beispiel, ich nehme jetzt das Beispiel Welt, weil das habe ich heute Morgen so gesehen, mit meinem Auge, da, hinter dran, auf große Fernseher. Und jedenfalls wurde das so, ne, Putin hat keinen westlichen Journalisten, Reportern, ne, Interviews gegeben. Jetzt ist eins da. Man mag von Tucker Carlson so ja, halten, was man möchte. Aber erstens sind es Kollegen, Journalisten, Reporterkollegen. Ob nun aus den USA oder aus Deutschland, ist ja im Prinzip egal. Weil ich meine, hier sind Reporter traurig und bestürzt, wenn Franzosen oder andere, ich glaube Franzosen waren das, die es einmal, ich hatte das mal mitgekriegt, da sind französische Reporter gestorben. So, da war ganz große Bestürzung bei den deutschen Journalisten und Reportern und überall so dieses, oh mein Gott, und dass da sowas darf nicht passieren. Wo ich denke so, ja, wenn ihr alle so kollegial seid, dann seid ihr auch bei Tucker Carlson so kollegial. Oder wird da mit zwei Maß gemessen? Der hat eine andere Meinung, ja, den zählen wir nicht zu unseren Kollegen, weil, nee, der ist umstritten, der ist seltsam, der ist zu konservativ, der ist ja schon rechts. Also mal ernsthaft, mit so einem Kollegen wollen wir nichts zu tun haben. So kommt mir das mal vor. Weil ich bin wirklich der Meinung, wenn der nette Herr Putin, der nun seit so langer Zeit so viel Schrott veranstaltet, wenn der sich immer geweigert hat, mit irgendeinem westlichen Journalisten, Reporter zu quatschen, ein Interview zu geben, sich mit den Augen in Auge zusammenzusetzen, wahrscheinlich auch aus Angst, ne? Es könnte ja was passieren, was ja nicht ausgeschlossen ist. Und jetzt tut er's. Und alle können darüber berichten, weil alle können sich das Interview angucken. Das ist ja nicht so exklusiv, das darfst du nicht sehen. Oder du musst da viel Geld, weil es eine Paywall ist. Machen ja auch viele, gerade hier in Deutschland. Schöne Überschrift und wenn du weiterlesen willst, ne, dann sollst du bezahlen. Und das sogar bei wichtigen Sachen, die regional in der nur regionalen Zeitung sind. So, weil man sie nicht abonniert hat,
darfst du es nicht komplett lesen. Obwohl es dich was angeht, weil du hier in den Kreis wohnst, in den Landkreis, wo diese Zeitung rausgegeben wird. Aber das gilt ja für alle Zeitungen mittlerweile. Tagerkreisung könnte dieses Ding, hätte er ja auch nehmen können, komplett. Ja, ich nehme das alles auf, das wird alles gefilmt, wer es haben will, hier, komm. Mal richtig Dollars auf den Tisch legen für so ein Exklusivinterview. Nein, du kannst es dir im Internet ganz normal umsonst angucken. So. Und dann hast du es. Und die deutschen Medien kriegen das auch umsonst. Können sich das angucken. Unser Geheimdienst in Deutschland wird wahrscheinlich sogar irgendwelche Psychologen da dran setzen, ganz genau gucken, welche Mimik macht er, um Putin zu studieren, um den Carlson zu studieren. Natürlich, das ist normal. Ne? Aber ich meine, die Aufnahmen sind da. Das Interview ist da. Das Einzige, seitdem dieser ganze Rotz passiert. Und stattdessen, dass man Tucker Carlson auch mal Danke sagt, so, mal sagt, hey, wir sind zwar nicht einer Meinung politisch und eigentlich uns Deutschen geht das auch nichts an, was ihr in den USA in eurem Land macht, was ihr da vertretet, was auch nicht, weil das ist nicht unser Land. Das geht uns gar nichts an. Da kann man halten wie ein Dachdecker. Man könnte aber freundlich sein, respektvoll sein. Unter Reporter, Journalistenkollegen sollte man sowieso... Und da sollte man auch seine persönlichen Emotionen raushalten und wirklich nur die Infos nehmen, hinpacken und sagen, da sind sie, macht da draus, was ihr wollt, ich habe euch geliefert, aus, Punkt. So sollte es laufen. Stattdessen, ja, war dieser ganze Bericht heute Morgen, auch dieser komische, in meinen Augen, sehr, sehr voreingenommene und parteiische Wöhnweber oder wie der heißt, er mag Trump nicht. Gar nicht. Ob er ein Recht dazu hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Als Reporter, Journalist sollte er aber auf keinen Fall eine Seite wählen. Er sollte immer ganz trocken neutral berichten und niemals durchsickern lassen, was er selber für eine Meinung hat zu Biden oder Trump oder Obama oder Putin oder Carlson oder Kim Jong oder was der Geier, wenn es gibt. Oder auch den eigenen gegenüber, unseren eigenen Politikern. Da sollte man auch nicht als Reporter und Journalist offen durchblicken lassen, dass man den vielleicht toll findet oder dass man ihn schlecht findet. Einfach neutral, trocken berichten. Denn wir brauchen keinen Aktivismus in den ganzen Nachrichten- und Medienzirkel. Wir brauchen echten Journalismus und das geht halt nur, wenn man komplett neutral, also wirklich neutral ist. Und dass man sich auch daran hält und dass man auch bestraft wird, wenn man sich nicht dran hält. Wir Privatpersonen, wir können ohne weiteres unsere Meinung sagen und sagen, den finde ich scheiße, den finde ich toll, das ist egal. Aber ein Unternehmen, was wirklich sagt, wir machen Journalismus und schicken Reporter und Journalisten in die Welt raus und berichten und wollen ehrliche Nachrichten überbringen, ja, dann tut das. Finde ich klasse. Finde ich immer gut, wenn das wer macht. Aber lasst eure eigene Meinung und politische Ansichten, lasst die da raus. Weil das macht euch unglaubwürdig. So, davon mal ab. Das war aber echt ein Kampf, ey, mein armes Hirn. Zumal ich ja über den ganzen Kram, was ich jetzt gerade erzählt habe, nicht nachdenken kann, während ich Auto fahre. Das sind ja Sachen, die blende ich ja wirklich aus. Die kommen erstmal in eine Schublade, zack, zack, dann wird die Schublade weggepackt. Weil Arbeit ist Arbeit, da fahre ich, da konzentriere ich mich auf alles, was wichtig ist. Und wenn man dann zu Hause ist und dann sagt, okay, ich habe jetzt die Zeit, ich könnte etwas machen. Und dann nehmen wir, springt diese Schublade auf und alles kommt raus. Ja, so ist das dann halt. Aber ich habe mir gedacht, ich mache das gleich. Weil, morgen, wenn viel, viel Glück ist, vielleicht mein Auto repariert wird, mein privates. Das wäre klasse, würde mich sehr freuen.
glaube da zwar noch nicht dran, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn es klappt. Und heute habe ich hier noch auch einiges privat zu tun, was ich hier machen muss. Das kommt auch noch dazu. Ich muss doch meinen Haushalt führen. Ne? Wenn man einen eigenen Haushalt hat, kann man nicht immer sagen, mache ich morgen, mache ich morgen. Es wird auch mal Zeit, dass man es tut. Und ich sage sehr oft, mache ich morgen. Und deswegen habe ich mir jetzt schon seit einigen Wochen, mache ich das halt so dieses Wochenende, sobald ich den zu Hause bin und Elan habe, dann aber auch loslegen. Und dann wahrscheinlich habe ich nachher auf gar nichts mehr Bock. Außer vielleicht ein bisschen chillen und Videos gucken oder hier irgendwie geile Mucke anmachen. Gerade bei YouTube gibt es ja so viel tolle Musik immer wieder zu entdecken. Ne? Also da ist ja einiges bei, wo ich mich auch freue. Ne? Also ich muss sagen, ich habe jetzt wie viele Abos abgeschlossen? 1600 knapp. Müsste ich jetzt gucken? Kann ich sogar gucken, Moment mal. Wie viele Abos habe ich? 1467 Abos habe ich abgeschlossen. Und da ist jede Menge Musik bei. Also wirklich jede Menge Musik. Ganz viele Bands, die eine Zeit lang pausiert haben, dann wieder da sind, dann welche, die nonstop weitergemacht haben und so. Deswegen, da freue ich mich drauf, wieder neue Sachen zu entdecken, mal wieder was Neues zu hören, was man noch nicht kennt. Und ach Mensch, wo wir es gerade sehen. Hier, YouTube-Startseite, kürzlich hochgeladen. Tucker Carlson, das große Putin-Interview mit deutscher Übersetzung vom Deutschland-Kurier. Aha. Sieh mal einer, guck. Gibt sogar umsonst bei YouTube. Geht 2 Stunden 7 Minuten 19. Das ist doch mal, ne? Für alle Freunde der Nacht, die halt wirklich sagen, ja gut, ne? Die ganzen Nachrichten labern ganz schön viel Müll immer und reden sich alle künstlich auf, dass das Interview so passiert ist. Ich weiß, was ich mir anhören werde, nebenbei wie Hörbuch anmachen, meinen Haushalt damit machen und ordentlich zuhören, weil mich das wirklich interessiert. Denn anscheinend sind unsere deutschen Medienanstalten alle so ein bisschen auf Krawall gebürstet, dass das alles Kacke ist. Und das gesamte Interview sich sogar mit deutscher Übersetzung. Ich meine, ich kann sehr gut Englisch, deswegen stört mich das nicht so besonders. Also, machen wir. So, Freunde. Denn tut alles, was ich auch tun würde. Ich bin ja so böse. Ich meide übrigens immer noch jeden welchen Discounter, wo man nicht sagen darf, was man will. Ganz nebenbei, mache ich immer noch. Da bleibe ich auch konsequent. Genau, tut alles das, was ich auch tun würde. Sollte irgendwas Wichtiges sein, haue ich einfach nochmal ein Video raus. Muss ja nicht so lange sein wie das. Nur ich habe halt versucht, halt auch relativ viel jetzt hier reinzuballern, damit das auch nicht zu lang wird. Ne? Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr sehen, hören, wie auch immer. Bleibt gesund, passt auf eure deutschen Mitmenschen auf, ganz wichtig. Und ja, dann würde ich sagen, bis bald. Ciao.